Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Story of Seasons Friends of Mineral Town. Heute ist der Geburtstag von Duke und... war das schon immer da? Was geschieht hier? Willkommen, willst du ein paar Einkäufe erledigen? Schon etwas gefunden? Erstklassiger, hä? Seit wann ist denn das Kellerei Atke? Kellerei Atke? Erstklassiger Traubensaft, ein Saft aus sorgfältig gelesenen Trauben, die im Weinberg, am Weinberg und im Gebirge geerntet wurden. Vielleicht nicht, wirklich nicht schlecht. Traubensaft, ein Saft aus Trauben, die am Weinberg und im Gebirge geerntet werden. Okay. Und am nächsten Tag, pass gut auf, hat Kai das Haus in dieser geschmacklosen weißen Farbe gestrichen. Wir alle fanden das so seltsam. Es gab auch großen Aufruhr, als Carter in die Stadt kam, aber Kais Ausdrucksweise ging den Männern richtig auf die Nerven. Wenn ich auch nur ein einziges Wort über Kai verliere, könnte ich mir was von Duke anhören. Ich sag's dir, Männer sind so stolz auf die belanglosesten Dinge. Wen kümmert es schon, wie jemand redet? Okay. Kann ich hochgehen eigentlich? Ach, konnte ich vorher auch schon, ne? Ah, witzig. Okay, ich wollte eigentlich zu Duke, wo ist denn der? Ist der hier irgendwo? Oder beim Gasthaus? Ah, nee, er ist hier unten. Hallo. Hey, Luna, was machst du denn hier im Keller? Wir verkaufen Getränke im Haus, nicht hier. Ja, ja, ist, was du hier machst, ne? Oho, ein Geburtstagsgeschenk? Wow, ich wette, alle lieben dich, hm? Nee, lieben, mögen schon eher lieben... Ist, glaube ich, schon zu viel gesagt. So. Ja, ich wollte nämlich jetzt nach... ach nee, heute ist Sonntag, ne? Stimmt, da kann ich ja nicht zu Goats gehen, glaube ich. Oder hat er auf? Oh. Hä, was ist mit ihm los? Wo will er denn hin? Die verfolgen ihn. Verfolgen ihn. Ach nee, der geht nur hier hin und dann, ja, der ändert, glaube ich, seine Route. Oder passiert hier noch irgendwas? Bis bald einen Antrag, mein Schatz. Da muss er nur noch ja sagen. Aber ich glaube, gut, der hat doch gar nicht auf, ne? Sonntags hat er doch eh geschlossen, ne? War das nicht so? Geöffnet täglich außer samstags. Ah ja. Ja, siehste. Wir können zwar noch ein bisschen warten, aber ich glaube, das wird auch nicht so viel ändern, glaube ich, ne. Ja gut, dann morgen, aber weiß nicht, kann ich euch, weiß ich nicht. Ich wollte ja noch zur Mine gehen, deswegen werde ich wahrscheinlich, ich weiß nicht. Ja, ich muss ja auch noch lange warten, bis Boots aufhört, weil der hat ja erst um 11 Uhr auf, das heißt, ich würde so um 11 halb zwölf so ungefähr hingehen. Deswegen würde ich sagen, dass ich euch dann wieder einschalten werde, wenn ich denn bei Goods bin. Und dann können wir gucken, was wir alles so für Sachen kaufen können, was wir uns leisten können. Shopping! Oh ja, ja, mit 16.000. Vor allem, wir können auch alles dieses Mal verbrauchen an Geld, weil... wir schon das Wichtigste gekauft haben. Also die 10.000 vorher, die waren ja für das Haus bestimmt. Und deswegen, ich habe gar nicht geguckt, was jetzt die nächsten Tage passiert. Also am 19.20. Geburtstag von Huang und Geburtstag von Marie. Sehr, sehr schön. Oh, hier ist noch Post. Große Betten in der Werkstatt erhält dich. Sehr gut. Also, dein Haus ist renoviert. Ich denke nicht, dass es noch größer geht. Jetzt brauchst du nur noch ein großes Bett, damit du Platz für deine bessere Hälfte hast, okay? Es wäre ja peinlich, wenn ihr euch zu zweit in dieses klitzekleine Bett quetschen müsstet. Also hol dir lieber bald ein größeres. Goats Werkstatt. Ja, aber wenn man ein kleines Bett hat, ne, dann kommt man ja näher zusammen, oder nicht? Oh Mann, naja, dann sehen wir uns. Bis gleich bei Goats. So, da bin ich. Und jetzt geht's los. Kaufen.
Hier können wir ja gucken. Badezimmer. Ach so. Ah ja, hier haben wir ja auch noch nicht vorbeigeguckt. Ach so, mehr gibt's nicht. Ah doch, 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 doch. Okay. Okay, nicht spoilern, nicht spoilern. Also, Badezimmer. Boah. Hier kann Ausdauer regeneriert und Erschöpfung gelindert werden. Nimmt 30 Minuten in Anspruch. Die meinen jetzt aber im Spiel, ne? Also jetzt nicht in real. 30.000, wenn ich es richtig lese. Was haben wir denn noch? Roter, also blauer Briefkasten. Komischer Briefkasten. Verleiht dem Briefkasten eine einzigartige Form. Normale Tapete, Zickzack-Tapete, blaue Tapete, normaler Boden, hochwertiger Boden, Fließboden. Ja. Okay, ja, ich finde eigentlich das Haus so gut, wie es ist. Also, deswegen lassen wir es einfach so. So, der Teppich ist neu. Das große Bett ist neu. Wird für eine größere Familie benötigt. 10.000? Jo, LCD-Fernseher. Okay, dann kaufen wir erstmal das große Bett, damit wir da vorankommen, was mit dem Antrag von Dingens ist. Brandon, so. 6.000 haben wir noch. Wie viel kosten die? 5.000? LCD, Kühlschrank, Uhr. Ja, komm, wir kaufen den Fernseher, ne? Ja, und sonst können wir uns nicht leisten, außer halt vielleicht hier noch. Ja, aber weiß ich nicht. Also, weiß ich nicht. Normale Zickzack. Tapete mit einem verspielten Muster. Tapete meinen auch klasse. Sie nicht. Mal gucken. Danke. Ja, ich habe bei dir gut Geld gelassen, ey. Wahnsinn. Mann, 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 Mann. Ja, gut, morgen kriege ich ja eh wieder Geld, weil ich ja in der Mine war. So. Dann würde ich mal sagen. Ui! Hier ist nicht auch irgendwie komisch, ne? Großes Bett. Und wir haben den Fernseher. Geht auch an, oder? Tatsächlich, man hat denn ein Bild. Guck mal. Und nun zum morgigen Wetter. Es wird ungewöhnlich warm werden. Sehr mild und angenehm für diese Jahreszeit. Macht das Beste daraus. Wie sieht das bei Bildung aus? Anfang. Das Leben auf der Farm. Kumpel. Hey, Kumpel, was ist denn? Das Spiel wird nicht gesichert, wenn ich schlafen gehe, oder? Nein, du musst das Tagebuch im Maul. Ja, okay. Unterhaltung. Angeln oder geangelt werden. Angeln nicht nach dem Mittelmaß. Angeln nach Vorzüglichkeit und zieh sie ans Land. Es ist Zeit für eine weitere Folge der Angelfaktenshow. Angeln oder geangelt werden. Heute haben wir den berühmten Herrn Fischer zu Gast, der uns erzählt, was wir im eisigen Winter fangen können. Oh, Herr Fischer. Guten Tag, ich bin Herr Fischer. Fische sind normalerweise nicht sehr aktiv im Winter. Aber wenn ihr bereit seid, bis spät in die Nacht am Gewässer zu stehen, könnt ihr Riesendinger an Land ziehen. Im Winter gehen euch beim Angeln im Meer oft Thunfisch und Kugelfisch ins Netz. Goldlachs fangt ihr hingegen flussabwärts. Versucht selbst herauszufinden, was für eine Angelroute ihr braucht, um diese Schönheiten an Land zu ziehen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Okay, wie sieht's bei den Nachrichten aus? Guten Tag, heute ist der 16. Winter. Die folgenden Ereignisse finden diesen Monat statt. Sternenlichtnacht am 24. Winter, Silvester am 30. Winter. Okay. Nee, aber finde ich süß tatsächlich gut. Ja, dann werde ich wahrscheinlich morgen Brandon seinen Antrag machen. Da schalte ich euch den wieder zu. Das wird sehr spannend, dann geht es wahrscheinlich mit Geburtstag von Wang und Marie weiter und nebenbei kaufen bei uns die restlichen Möbel, die es gibt und natürlich die Küchengeräte. Also bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Ich habe nochmal nachgelesen. Das wollte ich eigentlich schon vorher machen. Wie das, ob ich noch irgendwas machen muss oder irgendwas berücksichtigen muss. Nein, muss ich nicht. Also ihr müsst halt das rote Herz haben oder 60 Punkte halt, 60.000 Punkte, wie auch immer man das lesen soll. Dann das Haus zweimal renoviert haben, also sprich so groß wie meins auf jeden Fall. Und halt das große Bett kaufen und halt die blaue Feder. Ja, da bin ich mal gespannt.
Ich glaube, hier habe ich auch meine Liebe zu ihm gestanden, ne? War das nicht so? Und wenn es erfolgreich war, dann ist das wie beim letzten Mal mit dem hier, mit dem Liebesgeständnis, dass wir halt zu unserem Haus zurückkehren, entweder wie allein oder mit ihm, keine Ahnung. So, einmal angesprochen. So, wie war das nochmal? Interessant, also ich habe mich, also ich muss noch dazu sagen, davor, also ich muss sagen, ich habe mich jeden Tag um ihn gekümmert, weil es ist ja so, sobald ihr euch nicht um die Person kümmert, dann sinkt wieder das Level ab. Also sprich das Herz, ne, und die Punkte sinken. Denn und ich habe ihm wirklich jeden Tag, also fast jeden Tag, also zumindest wo es ging, habe ich ihm immer seinen Honig gegeben. Also kann nicht. Ich glaube, wir haben schon 100.000 Punkte oder was weiß ich, wo die Gans liegt. Mal gucken, was er sagt. Ah, das ist. Gehen wir an einen Ort. Gehen wir an einen Ort, an dem wir das in Ruhe besprechen können. Dein Haus scheint mir eine weise Entscheidung. Hier sollten wir uns in Ruhe unterhalten können. Also bitte, fahre dort fort, wo du aufgehört hast. Ja, wie. Das ist ja wie, als ich ihm meine Liebe gestanden habe. So. Ist das dein Ernst? Bist du wirklich vollkommen sicher, dass du mich haben willst? Oh mein Gott. Ja, Mann. Du willst wirklich einen Mann wie mich für den Rest deines Lebens an deiner Seite haben? Also, wenn ich es mir jetzt überlege, ich glaube doch nicht mehr. Nein, Spaß, natürlich. Verstehe. Dann ist meine Antwort ein klares Ja. Oh, schön. Romantische Beziehungen sind. Kann nicht mehr sprechen. Romantische Beziehungen sind für mich niemals nur ein Spiel. Ich nehme sie ernst. Ja, sollte man ja auch. Also nicht zu ernst, aber man sollte schon. Nicht irgendwie den anderen immer verletzen, sprich durchs Fremdgehen und wollte noch was Wichtiges sagen. Und den anderen vor allen Dingen respektieren. Ne? Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ja, Spaß gehört auch dazu, aber ne. Sollte ich mich auf diese Beziehung eingelassen, aber oh Gott, habe ich mir diese Zukunft vorgestellt. Oh Gott! Erlaube mir, dich auf dem Pfad des Lebens zu begleiten. Oh, wie schön. Wie er mehr ändert. Wie er mehr ändert. Bis ans Ende unserer Tage. Okay. Ich muss zugeben, dass es noch ganz unwirklich sich anfühlt, aber ich berste vor Enthusiasmus für unsere gemeinsame Zukunft, Luna. Oh, wie süß! Am besten gebe ich nun die gute Nachricht bekannt. Wenigstens Gut sollte Bescheid wissen. Ja, ich denke mal, das werden doch alle wissen, oder? Oder nicht? Was steht denn da jetzt eigentlich, wenn ich auf Bewohner gehe? Steht da irgendwas von wegen verheiratet oder so? Ah, wo ist er denn? Brandon. Nö. Muss ich jetzt zu ihm gehen oder sagt er das jetzt? Also, ich check grad nicht. Naja, ich möchte ja sowieso noch nach Gozo. Wo ist denn jetzt? Ah, Brownie ist oben, ne? Oder? Oder ist er hier? Farmkarte. Nee, der. Mann, jetzt muss ich wegen dir mein Pferd abholen. Mann. Gleich erster Ehestreit. Obwohl. Ach nein, wir sind ja jetzt verlobt. Warte mal, was ist, wenn ich ihn anspreche? Okay. Ah, shit, wir müssen ja uns noch verheiraten, ne? Den Schritt habe ich ja völlig vergessen. Wie macht man das denn? Jetzt ist er wieder hier. Fast. Was fast? Auch in der Ehe sollten wir trotzdem noch unsere eigenen Bestimmungen verfolgen und uns gegenseitig so wie viel wie nötig helfen. Ja? Wie fast? Hä? Was labert der denn, ey? Ja, ich glaube, da muss ich nochmal googeln, ne? Achso, gut. Da muss ich nochmal googeln. Weil
Man heiratet ja noch mal richtig in der Kirche, das weiß ich. Deswegen so erstmal shoppen. Glücklich shoppen. Wir kaufen den Kühlschrank. Und dann bin ich erstmal pleite. Geil. So möchte man leben. Was sagt er eigentlich, wenn ich ihn so normal anspreche? Sagt er was? Hier draußen, dass ich manchmal wirklich seltsame. Ich verbringe so viel Zeit alleine hier. Draußen, dass ich manchmal wirklich seltsame Dinge sehe. Wenn ich nach Hause komme, frage ich mich immer, ist das auch wirklich passiert oder war das nur ein Traum? Okay. Hier hat er wahrscheinlich irgendwie einen von den Göttern da gesehen. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was passiert. Ich glaube, ich muss für den nächsten Part mal googeln oder für die nächste Folge mal googeln. Ja, das war's denn. Hat nicht mehr Geburtstag? Nee, am 19. Was ist das? Hochzeit mit Brandon? Geburtstag von Mai? Was? Der hat schon den Hochzeitstermin angesetzt? What the fuck, Alter? Ich dachte mir eben so, hä? Was ist das für ein komisches Zeichen? Ich gucke so. Ja, okay, Leute. Also die Frage hat sich erledigt. Wir heiraten am 26. Geil. Ach du meine Güte. Ja gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ich bin mal gespannt, ob beim nächsten Part heiraten. Ich glaube nicht, wahrscheinlich eher den übernächsten. Aber mal gucken. Das sehen wir ja denn. Also, ich würde mich über ein Abo und ein Like freuen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.